Willkommen zurück zu der Episode Nummer 14. Das ist gleichzeitig der dritte und letzte Teil von unserem Let's Build Together Projekt. Wir bauen unsere Welt. We'll be right back.
Ist es gegangen. Aber ich habe es geschafft, ich bin fertig geworden. Das Ganze hat jetzt doch etwa 10 Stunden Bauzeit gebraucht. Ja, es ist auch nicht ganz. Also ich kann, eigentlich wollte ich ja etwas Kleines bauen, da, weil wir wissen ja gar nicht, ob wir da bleiben wollen. Aber ja, im Prinzip ist es schon ein cooler Spot. Von dem her bist du zu Fuß schnell im Wasteland draußen und ja, friedlich. Naja, seit dem letzten Update hat sich irgendetwas geändert an den Spawnpoints und wir haben die ganze Zeit Respawns gehabt vor der Base und das Erstaunliche ist auch, manchmal spawnen sogar gewisse Tiere da in unserem Cage rein, den ich gebaut habe. Und ja, das ist nicht so glücklich, aber es ist trotzdem ein schöner Spot. Nichtsdestotrotz, ich will euch schnell mal Base noch zeigen, ohne Highspeed, was ich da so gebaut habe. Also ihr seht, ich habe alles mit Glas und Metall gebaut, gegen aussen. Das hat eigentlich den Grund, dass korrupte Tiere anscheinend sehr viel Schaden an Steinstrukturen machen. Darum haben wir uns dann für S-Plus Glas und Stahl entschieden, weil das S-Plus Glas ist gleich hart wie Stahl und ist im Prinzip nicht zerstörbar. Das hier ist unsere kleine Werkstatt. Ich habe nochmal schnell ein bisschen umgestellt. Ihr seht, da hat es der Platz, den ich hier für die Küche geplant habe, der ist wieder leer. Ich habe hier eine neue Küche gebaut mit dem Industriegrill. Da habe ich mal den Kochtopf angestellt und ich habe auch die Internal Piping schon alles ready gemacht für den Industrial Cooker, der dann noch kommt. Und das ist unser Schlafplatz. Da haben wir den Platz für den Grinder. Und da, wo jetzt die vier Öfen, mal schauen, ob wir dann da irgendwie die Industrial Forge unterbringen. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber es sollte auf jeden Fall genug Platz haben. Der Genie steht da auf dem Dächli oben, da kommt man schön da über das Leiterli drauf. Ich kann das Inventory accessen
Und das ist im Prinzip der Schlafplatz für unsere Tiere. Dann haben wir da hinten ein kleines. Ach, wie heißt es? Ein Treibhäuschen. Das Einzige, was jetzt da, was im Prinzip ein bisschen unglücklich ist, durch das, dass da der Felsen ins Haus hineinschaut, haben wir da keinen Treibhauseffekt. Auf zwei Cropplatz. Ist jetzt aber nicht so tragisch, weil das, was wir wirklich brauchen, sind die Gemüse da hinten. Die sind all da. Plus da vorne haben wir dreimal Narcoberries gepflanzt und einer davon ist auch mit 300% Treibhauseffekt. Von dem her nicht so wild. Das andere ist mehr halt Deko. Gehen wir mal aufs Dach rauf. So sieht das Ganze von außen aus. Also ihr seht, das ist das Glas, habe ich von außen undurchsichtig gemacht. Man kann auch von innen raus schauen. Genau gleich der Haag auch. Der unterste Layer ist Metall und alles darüber ist dann Glas. Das Einzige, was jetzt noch nicht so dazu passt, das kleine Gehege da oben. Mal schauen, vielleicht tue ich das noch anpassen, dass es optisch gleich aussieht wie das untere. Aber ich denke, es ist ganz okay von der Größe und sehr funktionell. Denke ich, sollte es auch sein. Und Platz für unsere Rixen sollte es eigentlich genug haben da. Dann ein kleines Gimmick. Ihr habt ja sicher gesehen, ich habe sehr, sehr lang an diesen Leiter rumgetestet, die ich da wollte abmachen. Aber wir haben ja in der Zwischenzeit haben wir ja mal so einen Element Node gemacht gehabt, also verteidigt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich da so die Tech-Teleporter kann bauen. Und zwar kann man die in der S-Plus Crafting Station bauen. Ich glaube, die gibt es ja offiziell gar nicht. Und darum muss ich auch keinen Tech Replicator haben für den. Und wir haben ja Elemente durch das Node, das wir verteidigt haben. Also, why not? Zack, bin ich wieder in der Base. Das ist eine coole Sache, weil jeder, der den Original Arc Lift kennt, der weiß, da, ich meine, das. Da schlafst du ja ein, oder? Auf dem Weg auf oder auf dem Weg runter. Und da kannst du draufstehen, mit C gehst du runter und mit Jump gehst du rauf. Coole Sache, funktioniert übrigens auch, wenn man einen Dino drauf hat. Sind wir unten. Hüpfen, sind wir wieder oben. Coole Sache, finde ich. Dann können wir uns die Leitern sparen. So, gehen wir wieder runter. Ja, so sieht es aus. Und ich hoffe, es ist euch auch mit dem Highspeed-Video nicht zu lang gegangen, um das alles zu sehen, aber ja, ich denke, normale Videos 10 Stunden lang, das ist fast ein bisschen too much. Aber es ist auf jeden Fall, das Ergebnis ist auf jeden Fall gut geworden. Für die, wo das ganze Video durchgeschaut haben, natürlich danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr wisst ja vielleicht von der letzten Staffel schon, ich baue fürs Leben gern und das ist eins Ding, warum ich überhaupt so lange immer noch Ark zocke. Es ist ja nicht wirklich ein neues Spiel. Aber ich finde einfach, craften und bauen ist das, was mir da am meisten gefällt eigentlich. Und eben, 10 Stunden sind es geworden und das ohne das ganze Metallfarmen. Jedes Mal mit dem Enki dort runterfliegen, Metall holen, rauf, warten, bis es geschmolzen ist.
Ich denke, wenn wir alles mit einberechnen, sind wir sicher bei 20 Stunden, wo ich da investiert habe in das kleine Projekt. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis bald. Euer Outrex. Tschüss zusammen.